Wir beschmieren unsere Freunde mit Kohle, erschrecken sie mit einem Dinosaurier. Wir waschen das Gesicht mit Schleim und putzen die Zähne mit Schokolade. Heute teilen wir sehr ungewöhnliche Ideen für Aprilscherze. Der frühe Morgen ist eine großartige Zeit für einen Streich. Meine schläfrige Freundin putzt sich gerade die Zähne und hat keine Ahnung, dass etwas schief gehen könnte. Mit halb geschlossenen Augen drückt sie die Zahnpasta auf die Zahnbürste. Und durch den seltsamen Geschmack ist sie plötzlich wach. Ist das Schokolade? Es war doch gestern mintfrisch. Und was ist mit meinen Zähnen? Für diesen Streich braucht ihr eine Tube Zahnpasta. Brecht eine Tafel Schokolade in Stücke und schmelzt sie in der Mikrowelle. Legt die weiche Schokolade in einen Ziplock. Schneidet dann die Ecke ab. Füllt die leere Tube mit der geschmolzenen Schokolade. Und wischt die Spuren von der Tube ab. Schließt dann den Deckel, legt die Zahnpasta ins Bad und wartet, bis eure Freundin ins Bad geht. Ihr werdet eine Menge Spaß haben. Wer wohnt in einer Toilettenschüssel unter dem Meer? T-Rex. Wollt ihr, dass eure Freundin sich mal so richtig erschreckt? Nutzt unsere nächste Idee. Druckt ein Bild mit einem Dinosaurier auf A4-Papier aus. Verbindet es mit Klebeband. Hebt den Toilettendeckel an und legt das Bild darauf. Schneidet dann den Überschuss ab. Fertig! Es kann losgehen! Und Baby Bubu ist bei dem nächsten Streich dabei. Meine Freunde kommen zu Besuch. Sie lieben meinen Welpen und wollen ihn sofort knuddeln. Aber irgendwann hört der Spaß auf, wenn meine Freunde merkwürdige Klumpen auf dem Boden bemerken. Machst du gar nicht sauber? Warum? Ich putze nicht. Ich sammle. Sie sind alle in der Schüssel. Wenn sie getrocknet sind, könnt ihr sie essen. Meine Freunde sind schockiert. Ist das eklig. Für diesen Streich braucht ihr Schokolade. Schmelzt sie in der Mikrowelle. Gießt die Flips auf einen Teller. Piekt einen Flip mit der Gabel auf. Und bestreicht ihn mit Schokolade. Legt alle in die Schüssel. Jetzt können auch eure Freunde diesen Snack genießen. Ich bin so glücklich. Kaum bin ich auf Arbeit, finde ich unterm Laptop 100 Dollar. Dann brauche ich ja heute nicht mehr arbeiten. Ich ziehe den Schein vor und sehe ein breites Trolllächeln. Haha, na super. Ihr braucht einen Spielzeugschein. Schneidet die Ecken ab. Druckt ein Bild von einem Trollface aus. Befestigt das Bild mit Kleber an der Rückseite der Ecke. Klemmt es irgendwo ein. Und um das Gesicht während des Streichs zu sehen, rufen wir sie per Video an. An diesen Blick werdet ihr euch lange erinnern. Viele Freunde zu haben ist schön. Können sie übrigens meine Haare flechten? Aber anscheinend klappt das nicht. Die Haare fallen aus. Die Freunde stehen unter Schock. Was ist denn mit dir los? Erwischt. Das ist natürlich ein Witz. Und meine Haare sind in Ordnung. Für diesen Streich braucht ihr Kunsthaarsträhne mit passendem Farbton. Nehmt das Deckhaar hoch und befestigt die Clip-Ins. Deckt die Oberseite mit eurem Deckhaar wieder ab. Wenn sie leicht mit dem Finger durchkämmt werden, rutschen die Strähnen ab und bleiben in der Hand. Zeit für einen Snack. Ich werde meinen Freund mit einem Karamellapfel ärgern. Er beißt sofort den halben Apfel ab. Oder ist es gar kein Apfel? Ich frage mich, ob die Tränen in seinen Augen von der Dankbarkeit oder von der Enttäuschung kommen. Für diesen Streich braucht ihr einen Apfel und eine Zwiebel. Steckt einen Spieß hinein. Mischt dann etwas Milch, Zucker und rote Lebensmittelfarbe. Verrührt es und kocht es, bis die Mischung dick wird. Taucht dann einen Apfel in die Karamellmischung. Macht auch dasselbe mit der Zwiebel. Legt das Dessert auf einen Teller. Alles ist bereit. Vergesst nur nicht, was ist. Lange kein Bild mehr gemacht. Lichtkamera, Action, Lächeln. Aber sie weiß immer noch nicht, dass unser Selfie einen besonderen Gast haben wird. Eine Gummispinne taucht auf. Meine Freundin ist so beschäftigt mit dem Posieren, dass sie nicht bemerkt, dass sich eine gruselige Spinne in ihren Haaren festgesetzt hat. Aber egal, sie wird es sowieso erst auf den Bildern sehen. Sie sieht ängstlich aus. Was ist, wenn die Spinne noch da ist?
Mach dir keine Sorgen. Ist sie nicht. Sie ist nämlich hier. Warum schreist du? Jeder schläft und im Raum erscheinen mysteriöse, leuchtende Spuren. Ich frage mich, ob meine Freundin Angst bekommen wird. Es sieht irgendwie gruselig aus. Um eure Freundin mit einer glühenden Nachtschutz zu überraschen, braucht ihr Leuchtfarbe und einen Pinsel. Zeichnet kleine Pfoten auf die Möbel. Dekoriert den Glasrahmen, die Vase und alles, was man leicht entfernen kann. Fertig! Macht einfach das Licht aus! Meine Freundin schläft fest und hat bereits den 5. Traum. Wir können sie natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht Schleim und eine weiche Bürste. Nehmt den Schleim aus dem Behälter, legt es vorsichtig in die offene Hand eurer Freundin. Nehmt dann einen Pinsel und kitzelt das Gesicht. Sie will die nervige Fliege verscheuchen und bekommt eine Portion Schleim ins Gesicht. Was ist das denn? Guten Morgen! Meine Nase juckt. Hatschi! Oh, was ist das? Mein Zahn flog raus. Meine Freundin steht unter Schock. Für eine noch größere Überraschung könnt ihr den Zahn essen. Und dann lächelt breit und zeigt eurer Freundin die Zahnlücke. Hast du etwa Pappzähne? Ihr braucht Marshmallows. Schmelzt sie in der Mikrowelle. Fügt noch Puderzucker hinzu und knetet den Teig. Nehmt euch etwas vom Teig und formt einen Zahn. Ihr braucht jetzt ein Stück schwarzes Schaumgummi. Schneidet die Zahnform aus und befestigt es am Vorderzahn. Befestigt den falschen Zahn darüber. Ihr dürft nicht lächeln, damit eure Freundin noch nichts ahnt. Der kleine Bubu mochte die heutigen Streiche so sehr, dass er sich entschied, mitzumachen. Aktuelle Nachrichten. So ein kleiner Hund schleppt so einen riesigen Tisch. Woher hat er die Kraft? Er hat nur zuverlässige Assistenten. Wow, es sieht so echt aus. Das ist echt ein super Hund. Aber natürlich haben wir den Tisch geschoben. Wenn das Leben langweilig erscheint, müsst ihr es ein wenig versüßen. Gießt einen ganzen Berg Süßigkeiten auf den Tisch. Bedien dich. Aber plötzlich krabbelt die Süßigkeit weg. Meine Freundin springt vom Stuhl und rennt weg. Für diese Idee braucht ihr Süßigkeiten. Öffnet die Verpackung und entfernt den Inhalt. Ersetzt die Süßigkeit durch einen Magneten. Klebt eins an der Verpackung an. Klebt den zweiten Magneten auf ein breites Band und bindet es am Bein fest und bedeckt es mit dem Rock. Bewegt euer Bein und lasst die Süßigkeiten um den Tisch kriechen. Eure Freundin wird nicht so schnell zurückkommen. Hier ist eine weitere lustige Idee. Wie wäre es mit einem Foto? Wir haben überhaupt keine Gruppenbilder. Klassische Bilder mit Hasenohren, Umarmungen und die Zunge rausstrecken. Mal sehen, was wir haben. Das ist ja unheimlich. Ist meine Freundin ein Geist? Sie ist auf keinem dieser Bilder zu sehen. Gruselig. Oder bin ich ein Vampir und existiere überhaupt nicht? Ihr braucht diesen Streich nur ein paar Minuten vorbereiten. Nehmt die Bilder im Voraus auf und macht die gleichen Posen mit eurer Freundin. Hasenohren, Umarmungen und Zunge rausstrecken. Das Ergebnis wird sie sehr überraschen. Legt jetzt zwei Teller auf den Tisch und ruft eure Freundin an, um Chauffeur zu spielen. Nehmt den Teller in die Hand und erklärt eurer Freundin die Spielregeln. Ihr müsst alle Aktionen des Fahrers wiederholen. Reibt die Tellerrückseite mit der Hand und legt die Hand aufs Gesicht. Dreht das Rad und wiederholt die gleiche Bewegung mit der Hand. Legt die Hand auf die Stirn, auf die Wange und am Hals. Meine Freundin verwandelt sich in eine schwarze Wolke, ohne es zu merken. Der Effekt hat alle Erwartungen übertroffen. Sie ist so wütend und hat keine Ahnung, wie sie darauf reinfallen konnte. Ihr braucht zwei Pappteller. Füllt den Boden, einer der Teller mit Kreide. Bewegt euch mehr, damit sie schön verschmiert ist. Wie fandet ihr unsere April-Scherze? Schreibt uns, welchen ihr am lustigsten fandet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.